Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ich weiß auf jeden Fall, wo das letzte Nest ist, was wir in der letzten Folge gesucht haben. Dafür würde ich aber gerne erstmal diesen einen Zombie hier beseitigen. Ist nämlich genau hier drinne. Da ist es drinne. Oh Gott. Und hier sind einige an Zombies. Er sieht nicht, oder? Er sieht nicht. Okay. Verdammt. Noch nicht meine Munition verschwenden. Alter, nur geh drauf, ey. Das halten die Viecher aus. Das ist ja der Wahnsinn. So, hier ist wie gesagt das eine Nest, was uns noch fehlt. Dafür brauchen wir mal Licht. Zack. Molly rein. Okay. Können wir eigentlich gleich nochmal... Ah, wir können keine Mollys herstellen. Okay. Okay. Mission erfüllt. Das ist schon mal gut. Vertrauen erhöht. Das Nachladen. Verdammt, ey. Okay, das Gebiet ist clean, würde ich sagen. Und dann könnte man jetzt auch gleich... St. John, hier ist Ada Tucker. Ich soll dir von Elkai sagen, dass das Camp dankbar ist für die Sachen, die du beschaffst. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Ah, perfekt. So, das heißt, wir könnten jetzt, glaube ich, auch eine Schnellreise hierhin machen, wenn es möglich ist. Aber wir können jetzt auch ins Gebiet zurückgehen. Schnellreise gesperrt, beseitige Infizierte. Eigentlich sind die alle tot, aber gut. Da drüben ist noch ein infiziertes Gebiet. Und hier ist auch noch ein infiziertes Gebiet. So, dann holen wir uns dieses kleine Geschenk jetzt für Lisa. Und dann müssen wir hier hin. So, wo sind wir jetzt? Wir sind dort oben und fahren jetzt hier runter. Klingt doch nach einem Plan, oder Freunde? Kann ich da eigentlich jetzt hinreisen? Geht das? Nee, kann ich nicht, weil ich da wahrscheinlich noch nicht war. Okay, macht nichts. Also zum Bike. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schnellreisepunkt am Start. Das ist auf jeden Fall mega wichtig. Halt, was war das? Gibt eine Blume. Wisst ihr. Jäger und Sammler, ne? So, Schnellreisepunkt ist am Stüssel, das freut mich richtig. Da brauchen wir nicht die ganze Zeit immer durch die Gegend fahren. Gehen am besten jetzt zur nächsten Mission. Der liegt immer noch hier, ist ja Wahnsinn. Halt, warte mal. Ich glaube, ich brauche noch hier meine... Ja. Eine Keule. Ganz schön Krach da hinten. Würde ich nicht machen an deiner Stelle. Zombies sind immer hungrig. So, mal gucken, was wir da für ein süßes Geschenk für Lisa besorgen können. Wir müssen hier hoch. Über Stock und Stein, ihr wisst Bescheid. Und da sind wir die Wölfe, die heulen. Ah ja. Wer fällt ein, sag ich nur.
Ah, da drüben gleichen schon wieder die Freaker durch die Gegend. Das ist eine Hinweistafel und Munition, Freunde. Munition. Ihr wisst Bescheid. Immer schön looten. Können wir auch mal nachladen direkt. Wie mache ich das? Kurz drücken. Wo geht es jetzt nicht? Okay. Hier ist irgendwo ein Hinweisschild halt gesehen. Was ist damit gemeint? Kurz mal gucken hier. Ah, da drüben. Was? Achso, dann werden die Gebiete wahrscheinlich freigeschaltet für Schnellreise, glaube ich, oder? Hier sind Hinweistafeln, Sammelobjekte. Okay. Ist auch noch eine Hinweistafel, aber da fahren wir jetzt, glaube ich, nicht hin. So, wir sind jetzt am Start. Ich glaube, wir müssen hier rein. Geschenkeladen. Ja, muss es doch sowas geben. Okay, wir müssen leise sein. Hier sind die Wimmels schon wieder von Freaks. Aber hier kommen wir gar nicht lang. Auf jeden Fall eine Basic-Keule, das ist natürlich richtig nice. So, ich habe was für dich. Ich mach mal aus. Ich ist sicher. Oh mein Gott. Gut, dann könnten wir eigentlich schon wieder los. All Geschenke haben wir am Start. Kopfgeldziele. Kopfgeldziele sind Mörder, die von den Camps der Überlebenden gesucht werden. Finde das Ziel, schalte es aus und kehre mit einem Todesnachweis zurück, um den Job zu erledigen. Okay. Ja. Hier muss irgendwie auf jeden Fall eine krasse Horde da drüben. Auf jeden Fall vor. Ach, ist das Ziel jetzt weg? Oh, schade, das hätte ich gerne noch mitgenommen. Oder kommt es wieder, wenn ich jetzt hier irgendwie bin? Nee, nicht wirklich. Aber eine krasse Horde auf jeden Fall hier. Hat man schon mit der Angst zu tun. Wo ist denn jetzt mein Bike? Da drüben. Das sieht man gar nicht, weil es grün ist. Natürlich nicht schlecht. Schön getarnt. Halt, hier ist auch noch ein Polizeiauto. Halt. Wisst ihr, Munition ist so wichtig, dass ich jetzt an jedem Polizeiauto am besten anhalte. Sauber. Okay, wo müssen wir hin? Ich guck gerade mal. Ach doch, das ist doch hier ein Kopfgeld. Warte mal, da können wir hier hochfahren. Das holen wir uns noch, weil das Geschenk für Lisa, das haben wir am Start. Jetzt holen wir uns noch. Ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer. Oh, fuck. Irgendwann musst du sterben. Hey, Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer. Okay. Hey, Tuck, ich bin da. Ja. Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt, also... Ich brauche mehr. Was weißt du
noch? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Mutierhebel. Aus wie ein scheiß Kobold. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. War kein Problem. Oh, ich muss auch. Ah, fuck, ich wollte mich gerade heilen, Freunde. Ach, scheiße. Wollte mich gerade heilen. Ja, ich muss aufpassen. Ich darf nicht so sehr mal mit dem Motorrad ins Gebiet reinfahren. Weil zack, bin ich entdeckt und müssen das Ganze schleichen. So, Sneaking Action, ihr wisst Bescheid. War mein Fehler wieder. Wieder schön gefettfingert. Gar kein Problem. Halt! Ein. Steig nochmal ab, da drüben. Da müssen wir nochmal hin. Munition. So. Jetzt aber. So, und dann am besten gar nicht grob in das Gebiet reinfahren, sondern am besten das zu Fuß erledigen. Da oben ist das Gebiet nämlich schon. Hey Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt. Ich brauch mehr. Los, was hast du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Montierhebel, Deacon St. John. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Oh ja. Alles klar. St. John Ende. Knallhart, die Tucker. Hey, Mann. Oh. Hat der mich gesehen schon? Okay. Na gut, wo steckst du? Ja, du willst wohl in Hot Springs vorbeischauen und ein bisschen Spaß haben. Hier komme ich rein. Oh, nice. Was haben wir denn da? Munition, eine Flasche. Was war das? Fuck, hier lag eine Falle. Scheiße. Wir müssen aufpassen wieder. Okay, einmal kurz heilen. Zack. Ist bestimmt da oben drinne. Hier bist du. Irgendwann musst du stehen. Wie auf die Mädels einprügelt hier. Alter, der Sniper, der ist echt mies. Okay. Gar kein Problem. So, wir nehmen erstmal die normale Knarre. Scheiße. Okay, da drüben ist noch einer. Fuck. Mach sie fertig. Warum habe ich nichts mehr zum Heilen? Warte. Scheiße, nachladen. Warte, Moment. Wir wissen, wo du bist. Ach, fuck. Komm jetzt raus, zeig dich, Mann. Schnappst du das Schwein? Okay, den haben wir auch. Wir müssen den nach hinten noch holen, den Sniper. Der geht mir richtig auf den Sack. Alter, fuck. Den haben wir. Ich bin getroffen.
So, den haben wir. Boah. Kurz mal heilen. Okay, jetzt nehme ich mal meine Wumme. Ah, da oben ist er. Jetzt kommen hier die ganzen Biker. Ich hab was gesehen. Er hat getroffen. Fuck. Geh doch in Deckung, geh doch in Deckung. Ah ja, sollen sie mal schießen, sollen sie mal schießen. Die Munition auf, ey. Das dauert aber auch lange, ey. Wer war das? Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Ey, der lebt noch. Hab dich! Ja, der hat einen Helm auf. Krieg ich erstmal was mit dem. Zack! Stirb doch endlich! Okay, den haben wir. Was ist das hier? Hier mal Muni. Schmeckt. So, immer schön sammeln, sammeln, sammeln. Können wir uns eins der Bikes nehmen? Irgendwie ein anderes Bike? Gibt's ja gar nicht. Tatsächlich, wir können uns hier ein Bike nehmen. Oh, hier ist noch eine Handholz. Das schmeckt doch. Wo haben wir jetzt hier alles gelootet? Hoffe ich ja. Gehen nochmal hoch. Hier ist auf jeden Fall noch Kerosin. Eine Flasche. Haben wir genommen? Ja. Das ist doch bestimmt. Oh, hier. Oh, ein schöner Vorschlaghammer. Nice. Oh. Damit eine vor der Rübe verpassen. Schmeckt. So, hier haben wir alles raus. Außer, ja, da gibt es noch Benzin. So, was haben wir hier? Hier war doch gerade noch was, oder? Nee? Oh, Bombe. Sauber. Auch schon lange nicht mehr gehabt. In unserer wunderschönen Sammlung. Und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal da hoch. Hm. Ich glaube, da verschanzt sich noch jemand. Machen wir mal die Muni. Alter, du kleiner. Was noch einer? Weiter. Hey Arschloch, was sieht dich? Na komm, hau rauf! Hau rauf auf den miesen Kerl! Bloß die Zombies kommen hier hoch. Glaub's ja nicht. Ja, weil die da oben immer so viel rumschreien. Dann ist sie tot, die können doch mal leise sterben. Müssten wir jetzt hier alles haben, weil die haben so
geilen Loot hier gehabt. Mal gucken, ob ich meine Knarre nochmal nachladen kann. Jawohl. Können wir auch nochmal nachladen. Halt, hier gab es noch was zu holen. Ein Lappen. Schmeckt. Okay. Mission haben wir hier auch. Camp beseitigt, sag mal. Kopfgeld kassiert. Ah, hier ist auch nochmal Muni. Wegen alle gesammelt. Ja, und dann können wir uns wieder zurück zu Tucker machen. Ich guck gerade mal auf die Karte. Ja, sieht so aus. Wir müssen zu Tucker zurück. Holen jetzt unser Bike. Vielleicht hat der hier oben nochmal Munition, den wir dieser Sniper. Wehrmunition. Naja, immerhin. Hier können wir uns nochmal healen. Sollten wir vielleicht hier nochmal was herstellen. So. Aber halt, jetzt könnte ich ja mal probieren, ob diese Schnellreise funktioniert. Harte? Was ist das hier? Du bist jetzt in Sicherheit. Mission wählen. Da muss ich jetzt immer hinfahren? Gibt's doch nicht. Ja, hier kann ich schnell reisen. Aber wenn da eine Mission hin ist, dann muss ich da hinfahren. Das ist ja blöd. Das ist ja wirklich dumm gemacht, ne? Das ist ja richtig beschissen. Ich dachte, jetzt können wir uns hier so die eine oder andere Fahrt sparen, damit der nicht die ganze Zeit beobachten müsst, wie ich hier durch die Gegend fahre. Ich meine, den einen oder anderen wird es gefallen, weil kann man ja auch einiges von der Landschaft sehen. Warte mal. Damit wir es hier noch ein bisschen spannender machen, ich hier nochmal. Aha. Ah, jetzt sind sie natürlich weg. Scheiße. Wollte nochmal kurz jagen. Ah ja. Halt. Alter, der ist gut. Seid ihr das, huh? Schießt auf mich, scheiß Bastard. So, den haben wir aber. Jetzt muss ich bloß mal ein Bike holen. Oh, sind wir so weit nach vorne gelaufen? Ist ja krank. Hier auch in der Welt verteilt Scharfschützen. Schmeckt gar nicht. Na, und steig auf! Alter, verdammt. Okay. Wir sind da rüber. Müssen wir hier nochmal ganz kurz gucken, wo jetzt dieses Vieh war. Dann können wir das nämlich noch mitnehmen. Okay, das muss ja jetzt hier irgendwo sein. Genau umschauen. Ja. Na gut. Wo? Ah, geht doch. Ich war. Alter! Besser als nicht. Ripper. Miesen kleinen Ripper. Okay, wo ist jetzt mein Viechchen? Okay, das müsste hier drüben sein. Hier? Ja, und wo ist mein Tier?
Alter! Die Hoden befreien! Alter, was seid ihr? Wie seid ihr denn drauf, Freunde? Heftig. So. Also ich finde jetzt hier keine Blutspur mehr. Ich bin blind anscheinend. Da ist Blut. Hier ist Blut. Hier ist Blut. Ah, Vieh ist weg. Scheiße. Richtig kacke. Egal. Den können wir auch noch looten. Scheiße. Ich wollte jetzt so schön gern noch was mitnehmen zum Essen. Müssen sie wieder hungern. Lag da jetzt rum. Mal kurz gucken. Bin hier irgendwas durchsuchen. Ah, hier ist nochmal Blut. Ja. Aber wahrscheinlich nicht vom Vieh, oder? Vom Hirsch. Sag mal Vieh. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich gerade abgeschossen habe. Oder angeschossen habe, je nachdem. Oh. Einfach oder irgendwie so etwas in der Art. Das finde ich aber wirklich blöd, dass man hier nicht schnell hinreisen kann. Nur weil es jetzt eine Mission ist, zu der wir müssen. Wuhu! Schön mit Boost. Schön am Fluss lang. Oh, sehr idyllisch. Da gibt doch nichts Schöneres. Zombie-Metzeln. Schöne Landschaft. Coole Story. Wobei von der Story kriegen wir gerade noch nicht so viel mit. Aber bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber erstmal haben wir der Lisa was Schönes mitgebracht. Da wird sie sich doch sicherlich freuen. Schauen wir mal. Oh, es donnert. Wird mal wieder Zeit für Regen. Hast du den Mistkerl gefunden? Ja, hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Ach, du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. Na ja, klar. Weißt du, gar kein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo du und Boozer hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tag. Wenn du was brauchst, weißt du, wie du mich erreichst. Geh zu Alkai. Ich schreib dir Punkte gut. Na, die ist doch völlig in Love. Ist doch völlig in Love. Wir sind ja auch gut. Wir sind richtig gut. So, hier kann ich bei Chaka wieder irgendwas annehmen. Fahr zur Position. Wieso muss ich da hinfahren? Stehe ich immer nicht. So, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Gucken wir uns mal an. Nahkampf. Befreiungskünstler. Haben wir hier. Feldreparaturen. Das ist natürlich... wunderbar. Also das ist auf jeden Fall gebongt. Das nehmen wir. Das ist super wichtig, weil jedes Mal habe ich keine Nahkampfwaffe, muss ich immer wieder suchen. Super wichtig. Los, hallo. An die Arbeit. Alter, sei nicht so kess, blöder Hund. Nein, ich arbeite hier schon. Stimmt doch nicht. Der wird wieder zusammengeschlagen. Okay, wir müssen kurz noch zu Lisa fahren. Warum auch immer wir da immer hinfahren müssen. Mir fällt es auf jeden Fall hier nicht im Lager.
Lisa, ich... Geh weg. Hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marion Forks? Hör zu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus. Oh Mann. Die scheint wirklich nicht glücklich zu sein, die gute Lisa. Jetzt haben wir ihr schon was Schönes mitgebracht. Jetzt meckert sie trotzdem noch rum. Naja, liebe Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung, lasst ein Däumchen da. Ja, und immer dran denken, immer schön lecker bleiben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.